17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Der Rücktritt von Bartenminister Sekanina ist weiter Hauptthema der Innenpolitik. Bundeskanzler Sinowatz, Politiker müssen für andere Vorbild sein. ÖVP-Generalsekretär Graf verlangt rasche Neuwahlen. Bundeskammerpräsident Zallinger wendet sich gegen unzeitgemäße Bemühungen um eine große Koalition. Der steirische Landeshauptmann Kreiner hält die kleine Koalition für unfähig, die anstehenden Probleme zu lösen. Bisschen hier noch. Wechsel an der Spitze der Deutschen Freien Demokraten. Außenminister Genscher übergibt die Parteiführung an Wirtschaftsminister Bangemann. Das Wetter morgen in Österreich, Bevölkerungszunahme, im Norden etwas Schneefall, Temperaturen tagsüber minus 2 bis plus 5 Grad. Also das ist wirklich, Politik und Wetter sind sich so ähnlich im Moment. Überall Bevölkerungszunahme und alles spielt sich um die 0 Grad Grenze ab. So. Sie haben jetzt Radio gehört? Ja, haben Sie nicht? Ich hab nicht einmal das gehört. Ach, Liebe. Das ist aber schon furchtbar. Nein, Sie fühlen sich auch ein bisschen bewölkt jetzt, Frau Sokol, aber ich habe Ihnen ein schönes warmes Tuch drüber gegeben und jetzt wird's bald besser werden. Hm? Wird's bald besser werden? Ja, ja, ja. Ehrlich sagen Sie, Herr Doktor, was habe ich denn überhaupt? Nichts, Liebe. Also, das ist so gut wie nichts. Sie haben eine leichte Verlegung des Gehörganges, nicht? Aber das kommt von der Kälte. Wissen Sie, das ist sehr komisch. Es tut gar nicht weh. Hm? Und ich habe auch, wie ich gekommen bin, überhaupt nichts gehabt. Ja? Und dann bin ich hereingekommen, habe das Backrohr aufgedreht und wie die Küche warm geworden ist, patsch, waren die Ohren zu. Naja, das ist von der Kälte, nicht? Von der plötzlichen. Was sagen Sie? Von der Kälte. Von der Kälte? Ja. Ah, von der Kälte. Naja, also ich bin neugierig, ob das wieder vergeht, Herr Doktor. Sie verstehen mich nicht, wa? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ach, Frau Sokol, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Das ist aber nur zeitweise. Aber jetzt ist wieder so eine Zeit. Also, Frau Sokol, wie soll ich Ihnen das erklären? Wissen Sie, ich bin ja kein schwerfälliger Mensch. Also das eigentlich wirklich nicht. Aber wiederum auch kein sehr leichtfertiger Mensch. Obwohl das manchmal sicher viel besser wäre, nicht? Sie verstehen mich, ne? Ja, ich hab gewusst, Sie sind eine Frau, die mich versteht. Ach, Frau Sokol, Sie haben keine Kinder, was? Wie bitte? Na, Sie wären sicher eine sehr liebevolle Mutter geworden. Wem seine Mutter? Ich meine, natürlich hätte auch der Vater dazugehört, wie das so ist, nicht? Erbfaktoren und Chromosomen, was halt so zu einem Vater dazugehört, nicht? Wem sein Vater? Ja, der Ihrer Kinder. Sie, ich habe ja gar keine Kinder. Oje, das ist ein bisschen sehr schwer. Was für ein Verkehr? Na, wissen Sie, Herr Doktor, nicht, dass ich an Ihren medizinischen Ausführungen nicht äußerst interessiert wäre. Ich bin sogar sehr, sehr interessiert an solchen Sachen. Sie, unlängst war ich sogar in der Volkshochschule bei einem Vortrag, was sagen uns die alten Inkas? Aber was sagen denn die? Ja, ich bin allerdings in einen falschen Vortrag eingekommen. Eigentlich habe ich nämlich wollen, zu den Japaner, wissen Sie, diese Blumengestecke ohne Wasser machen, das nennt man Ikabaner. Nein, Bana. Bana? Ja. Mit D-A? Herrens, das kann aber nicht schön sein, mit Bana und Knochen, also so ein Ding. Ja bitte, vielleicht, dass das ein Arzt was gibt, aber ich tät mir da nie einen Strauß mit Knochen und Bana hinstellen. Ja. Ich lasse Sie jetzt ein bisschen in Ruhe, Sie lassen mir schön das warme Tuch drauf und Sie werden sehen, Sie werden bald wieder hören wie ein Luchs. Luchter Fuchs, müssen Sie auch, hat die auch Ohrenweh? Also ich muss sagen, das ist eine Epidemie. Nein, Frau Sokol, ich gehe nur rein und sage einmal Grüß Gott. Sagen Sie, liebe Frau Sokol, ist die Frau Elfi vielleicht, es könnte ja sein, ist die heute auch da? Würde ich ihr nämlich in dem Fall besonders gerne, grüß Gott. Also bitte nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich verstehe Sie sozusagen überhaupt nicht, Herr Doktor. Ja. Aber Ihre die ganzen medizinischen Anweisungen könnten Sie mir doch zum Beispiel auf ein Zettel schreiben, nicht? Das wäre ja, eine Gelegenheit. Und den Krankenschein schicke ich Ihnen nächste Woche. Ja, das ist nicht nötig, das war umsonst. Umsonst? Hat er gesagt. Umsonst. Ich bleib derisch. Na, servus. Zuerst habe ich nichts gesehen, jetzt höre ich nichts. Nein. Bei der nächsten Sperrmüllaktion lasse ich mich abtransportieren. Ja? Christian. Ah, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie geht's denn? Der Frau Sokol, grüß Sie Gott. Das ist nicht einfach gesagt. Ich weiß nicht, es ist irgendwas im Wetter. Aber, ja. Frau Sokol, geht's gut? Dankeschön.
Ich habe Sie in einem recht zufriedenen Zustand zurücklassen können. Ich danke Ihnen sehr, dass erstens, dass Sie so früh gekommen sind und dann außerdem noch am Samstag. Also ich danke noch einmal. Wirklich. Wissen Sie, es ist nämlich bei uns so, unser alter Hausarzt, der ist in Pension gegangen. Naja, und da wir unberufen, toi toi toi, eine gesunde Familie sind, haben wir noch keinen anderen ständigen Arzt. Frau, darf ich Ihnen versichern, es ist mir wirklich ein Vergnügen, hierher zu kommen. Wann immer Sie was wollen, ich komme wirklich gerne. Das ist lieb, aber bitte, Sie dürfen auch kommen. Ohne ärztliche Betreuung. Gerne. Bitte, darf ich Ihnen einen Kaffee eingießen? Nein, ich weiß nicht, ich vertrag den in letzter Zeit so schlecht. Aber nein, Magen? Was meinen Sie? Es könnte auch Galle sein. Was? Die Galle, meinen Sie? Wissen Sie, es ist so, also in der Früh, wenn ich aufstehe, habe ich immer so ein Stechen hier, also mehr Zwicken da links oben und das zieht sich dann regelmäßig hier rechts hinunter. Butter vertrage ich auch so schlecht. Ich meine, was meinen Sie denn zu diesem Zustand? Lieber Herr Doktor, da bin ich eigentlich etwas überfragt. Ja, verzeihen natürlich, Sie müssten mich so gründlich untersuchen, nicht? Aber, was muss ich? Nein, ich meine nur ja, was würden Sie denn für eine Diät empfehlen in diesem Fall? Das war jetzt ein wunderschöner Spaziergang. Das ist aber eine freudige Überraschung, der liebe Dr. Fritz. Sagen Sie, ich brauche doch nicht erschrecken. Bitte, aber behalten Sie doch Platz. Dankeschön. Es ist doch hoffentlich nichts Ernstes. Nein, das hoffe ich nicht. Dass ich meine, bis auf dieses Zwicken, nicht? Oder Stechen vielmehr, ist eher ein Stechen und diese hier und da Schwindelanfälle. Also ich glaube, man müsste doch einen Arzt konsultieren. Ja, um Gottes Willen, meine... Warum sagt man mir denn so etwas nicht? Ich meine, Hila, das ist doch sinnlos. Ich meine, sowas soll man doch einem Ehepartner nicht verschweigen. Da haben Sie wirklich völlig recht, Herr Sektionschef. Nur, ich bin ja nicht verheiratet. Nein, ja, Sie, warum so? Warum? Das glaube ich, kann ich im Augenblick nicht so einfach beantworten. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Studium zusammen, nicht? Ich meine, das war ziemlich lang. Und bei so einem langen Studium, da will man dann auch nicht. Und... Na, ich glaube, ich müsste eigentlich bei meiner Kindheit anfangen. Also ich möchte Sie nicht langweilen, aber es ist so, dass die Kindheit war glücklich. Nicht, dass Sie das Gegenteil meinen, aber es gab so einige Kleinigkeiten in meiner Kindheit. Meine Mutter zum Beispiel hat mir immer gesagt... Ja, meine Mutter hat mir immer, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber wovon reden Sie eigentlich? Hila? Der Herr Doktor redet von sich selbst, weißt du? Und er hat das Glück gehabt, dass er in einer deiner Atempausen ein paar Worte... vorbringen konnte. Bitte, also das ist ja wirklich jetzt übertrieben. Er redet doch wie ein Wasserfall. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Aber bitte schön, gut. Aber bitte, ich verstehe das nicht. Man wird doch noch erwarten können, dass wenn man sich erkundigt nach dem Gesundheitszustand der Frau des Hauses, dass man da so eine gerade Antwort bekommt. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich Sie missverstanden, Herr Sektionschef. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gedacht, Sie erkundigen sich nach meinem. Nein. Das ist mir wirklich... Also wenn ich jetzt mal richtig antworten dürfte. Ja. Es geht ihr nicht schlecht, bis eben auf dieses augenblickliche, diese Gehörlosigkeit. Aber das gibt sich wieder. Ich bin überzeugt, das ist kein Dauerzustand. In ein paar Stunden ist das wieder in Ordnung. Ja, um Gottes Willen, wie ich vor einer Stunde weggegangen bin, hast du doch noch tadellos gehört. Hila, wieso? Hans, du brauchst mich nicht anzuschreien. Der Herr Doktor spricht von der Sokol. Ja, von der Sokol? Ja, er spricht von der Sokol. Ja, es geht dir eigentlich nicht schlecht. Ich meine... Es ist wirklich zu dumm. Jetzt bin ich schon wieder reingetappt. Entschuldigen Sie, lieber Herr Sektionschef. Von einem Feldnäpfchen ins andere. Ich weiß wirklich nicht, was heute mit mir los ist. Bitte, dürfte ich ganz kurz... Was war da so mit der Sokol? Ja, sie hat eine gewisse Gehörlosigkeit, die ich aber jetzt doch kurieren durfte. Sie hat nämlich den Kopf unvorsichtiger, gut, dass Sie mich darauf ansprechen, Herr Sektionschef, sie hat den Kopf unvorsichtigerweise zuerst durch die Kälte getragen und dann hat sie ihn zu tief ins Backrohr hineingesteckt. Aha, sie hat den Kopf durch die Kälte getragen, wahrscheinlich unterm Arm als Geist. Ja, aber bitte, Sie wollten etwas, Herr Doktor. Ich wollte eigentlich bei mir zu Hause anrufen, es ist nämlich niemand zu Hause. Dürfte ich kurz, Verzeihung. Ja, bitte. Ich meine, wenn mich jemand braucht und es ist niemand da, dann muss ich schon anrufen. Entschuldigung. Ja, bitte, Herr Doktor. Na, habe ich der. Wirklich dumm, wie man sich in Menschen taschen kann. Ich habe immer den Dr. Fritsch für einen ganz normalen, vernünftigen, ruhigen Menschen gehalten. Und als was entpuppt er sich? Also es ist ja Dr. Tschickel und Mr. Heider, Meschugener. Hast du schon mal gehört, dass jemand allen Ernstes sagt,
Er muss jetzt zu Hause anrufen, weil er weiß, dass niemand zu Hause ist? Dein Spott ist überhaupt nicht am Platz, mein Schatz. Hast du schon einmal etwas von einem Telefonanrufbeantworter gehört? Na, siehst du, Franz. Und mit dem spricht er jetzt. Ja. Wir haben es weit gebracht in unserer Zeit. Also wir telefonieren jetzt schon mit den Automaten. Ja, die hören einem wenigstens zu. Was man nicht immer von allen Menschen sagen kann. Bitte, habe ich da richtig so diesen gewissen Unterton herausgehört, als ob du sagen wolltest, ich höre nicht zu? Also wirklich, nein, das kannst du nicht sagen. Ich höre dir sehr oft zu. Ja. Und was noch schöner ist, ich höre dir sehr gern zu. So, naja, also du hast ja recht. Ich genieße bei dir, glaube ich, doch so etwas Ähnliches wie eine Sonderstellung. Gell, Franz? Wieso? Ja, aber es könnte ja auch sein, dass ich... Also im Laufe der vielen Jahre, weißt du, mir eine Technik zurechtgelegt habe, die dich zwingt, mir zuzuhören. Nur der Doktor verfügt nicht über diese Technik. Und er hat doch sichtlich etwas am Herzen und du hast ihn mitten in seiner Erzählung unterbrochen. Moment, das muss ich dich unterbrechen. Mittendrin? Nein, bitte, muss dich unterbrechen. Wieso? Mittendrin? Schon wieder eben. Ja. Er war bei seiner Kindheit. Du, wenn ich darauf gewartet hätte, bis er zum heutigen Tag kommt, da sitzt man morgen noch da. Ja, bitte, er hat irgendwas von der Kindheit gesagt. Vielleicht hat ihm einmal Vera Sandkieberl weggenommen. Ich weiß schon, dass dann die herrschende Lehre sagt, dass daraus schwere Komplexe später entstehen. Können entstehen. Sei nicht so gefühllos, Franz. Sei nicht bitte, so gefühllos. Bitte, was hat das in diesem Zusammenhang mit Gefühl zu tun? Ah ja, Moment, das ist zwar anders gemeint, aber vielleicht ist da wirklich was dran mit dem Zusammenhang und Gefühl. Sag, wäre es denkbar, dass diese so plötzliche Geistesverwirrung des armen Dr. Fritsch darauf zurückzuführen ist, dass das irgendwas mit unserer Elfi zu tun hat? Es ärgert mich, dass du etwas Geistesverwirrung nennst, was sichtlich nur ein Zustand ist. Mein Gott, er ist halt ein bisschen verwirrter, Herr Doktor. Ja. Keine Geistesverwirrung. Ja, du bist aber heute hast du deinen gütigsten Tag erwischt. Ein bisschen durcheinander ist er. Ein bisschen durcheinander. Du, also ich würde das anders nennen. Der hat einen Huscher. Ich meine, nur einen sehr starken Huscher. Aber bitte, streiten wir uns nicht darüber, was er hat, sondern bleiben wir beim Thema. Glaubst du, dass das was mit unserer Schwiegertochter zu tun hat? Sag einmal, was geht jetzt in deinem Kopf vor? Ha? Du, was soll in meinem Kopf vorgehen? Bitte, ich tu doch nicht so, als ob dir das noch nie aufgefallen wäre, dass die beiden miteinander flirten. Nein, die flirten nicht miteinander. Die hören einander zu, Franz, und zwar beide. Ah, beide hören einander zu. Du, hoffentlich nicht gleichzeitig. Weil sonst wird das eine sehr stille Geschichte, wenn beide zuhören, aber keiner redet. Franz, lass den Sarkasmus. Bitte. Das ist keine Geschichte, wie du das nennst. Nein, die Elfe ist nur dankbar, dass sie jemanden hat, der sich für ihre Probleme interessiert. Kannst du das nicht verstehen? Das kann ich verstehen. Aber wäre da vielleicht nicht unser Herr Sohn zuständig? Ja, zuständig schon, aber vorhanden ist er sehr selten. Nicht? Er ist ja nicht anwesend, er ist ja immer weg. Aber selbst wenn er ihr gegenüber sitzt, heißt das ja noch lange nicht, dass sein Geist anwesend ist und nicht irgendwo herumirrt mit seinen geschäftlichen Problemen, die er hat. Ja, du führst das also darauf zurück, dass der Ernstl geistig manchmal abwesend ist. Na, glaubst du das wirklich? Ja, das glaube ich und schäm dich bitte, dass du diese Frage überhaupt stellst. Hat das großartig. Ich soll mich schämen. Du, wenn sich hier wer schämen soll, soll sich der Fritsch schämen, dass er mit der Elfi flirtet, oder soll sich die Elfi schämen, dass sie mit dem Fritsch flirtet. Aber warum soll ich mich schämen? Also wirklich, du, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, seit vielen Jahren habe ich mit keinem weiblichen Wesen mehr geflirtet. Ja, leider. Bitte? Leider? Mhm. Ah. Ach, dir wäre das recht, wenn ich flirten würde? Ach, das glaube ich, zum Beispiel mit mir. Oh, bitte. Also mit dir habe ich aber wirklich ausgiebigst geflirtet. Ja, wirklich, du, das muss mir entgangen sein. Wann war das? Wann das war? Immer. Na, wann war das? Das darf ich nicht. Entschuldige. Was ist denn? Ich bin angekommen, es kann ja passieren. In der Aufregung. Du hast aber wirklich ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ich? Nur frei, bitte.
Gleich wie wir uns kennengelernt haben, hab ich doch mit dir geflirtet, bitte. Ach so, das war ja vorgestern. Ja, das ist ja nicht einmal ganz 50 Jahre her. Ja, natürlich, Franz, entschuldige. Also komm halt rein, wenn du schon da bist. Also ich muss sagen, deine Gastlichkeit wirklich lässt jeden Scheich erblassen vor Neid. Ich verstehe ja, dass ich durch die Häufigkeit meiner Besuche die Willkommensfreude ein bisschen abnutzt. Ich erwarte auch gar nicht, dass du einen roten Teppich hier auflegst oder ein Transparent. Herzlich willkommen, lieber Heinz, nicht? Aber das, ich meine, das, was du magst, das ist auch nicht notwendig. So, also sag mal, was gehst du denn auf mich los? Warum? Bin ich das Ziel der Aggressionen aller Menschen? Wieso aller? Wir wissen noch. Aller. Meine Frau. Ah, das war's im Busch. Was hast du denn schon angestellt, du Lausbub? Sag nicht Lausbub zu mir. Ja, nicht einmal im Spaß. Nimm zur Kenntnis, dass ich so mit mir nicht reden lass. Nicht? Nicht einmal mein Vater darf das. Ich respektiere seine dominierende Persönlichkeit, aber ich lass mich nicht maßregeln. Von niemandem. Ja? Also, bitte, um Gottes Willen, pudel dich wieder herunter, Ernstelein. Sag nicht Ernstelein zu mir, ja? Also gut, dann auch nicht Ernstelein, bitte sehr. Und was deinen Vater betrifft. Ja, ist es ja gut. Geh ruhig zu ihm hinein. Verbünde dich nur mit allen Menschen gegen mich, bitte. Erstens, sei mir nicht böse, aber dich hat's. Was? Ich meine, das ist wirklich Verfolgungswahn. Also, wenn du meine Diagnose hören möchtest, das ist akute Paranoia, die sich hier abspielt. Paranoia? Ja, wirklich. Du kommst mir vor wie ein hysterischer Vogelstrauß. Also gut, dann steck dein liebes Kopf unterm Teppich und du so, als wärst du gar nicht da. Nicht? Rutsch mir den Buckel runter, ja? Ah, grüß Gott, liebe Frau Sokol. Lassen Sie sich nicht stören. Ich möchte Sie nur bitten, geben Sie mir einen Schluckerl Kaffee. Gleich hier in der Küche. Ah! Jesus Maria, was ist? Jesus Maria, Josef. Herr Ernst, was? Warum tun Sie da Anschleichen mit mir spielen? Wollen Sie mich vollends in die Gruben bringen? Das ist völlig unnötig. Mir geht's schlecht genug von selber. Bitte? Was wollen Sie denn da überhaupt in der Kuchel? Bitte schön, bitte, ja, nur alles auf mich. Jeder keift mich an, was ich auch sag, wohin ich auch gehe. Jeder keift, jeder bellt, auch meine Frau, wirft mir die absurdesten Vorwürfe an den Kopf. Zu was brauchen Sie denn einen? Zu was ich einen Kopf? Also, Frau Sokol, Sie enttäuschen und erschüttern mich gleichermaßen. Sarkasmus aus Ihrem Mund, also, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Bisher habe ich meinen Kopf zum Nachdenken gebraucht. Aber bitte, wenn Sie mir das in Abrede stellen, bitte! Bitte, Sie können ja einen haben, einen Topf, aber ich soll wissen, zu was? Zum Kochen, zum Braten, zum Backen oder wollen Sie nur wem aufsetzen? Weil das ist nämlich wichtig, formatmäßig, meine ich. Verstehen Sie mich? Er wollte partout nicht hereinkommen, nicht der Ernstl. Er ist überhaupt ein bisschen seltsam. Er befindet sich in sehr gemischter Gesellschaft. Ach, bei wem denn? In seiner eigenen. In seiner eigenen Gesellschaft? Ja, aber die ist heute wirklich ein seltsames Potpourri aus Zorn und Selbstmitleid und Unverständlichkeit, nicht? Naja, schuld ist die Elfe, nicht? Das ist ja klar. Bitte, schuld ist die Elfi an was? An was? An dem äußerst delikaten, nervlichen und seelischen Zustand, in dem sich der liebe Ernst im Augenblick befindet. Ja, aber bitte, wenn Sie schon so ausgezeichnet informiert sind, im Gegensatz zu uns, die wir also gar nichts davon wissen, also bitte, na, dann tratschen Sie doch weiter an Intimitäten aus, was Sie wissen. Nicht wahr? Also bitte, was hat die Elfi unserem armen Ernst angetan? Du sei mir nicht böse, Franz, aber das geht uns nichts an. Und den Heinz auch nicht. Ach, den Heinz? Gut. Nein, den, Heinz. Den nicht. Bitte, was? Das wolltest du doch jetzt sagen, ne? Elfi, würde dich sehr herzlich bitten, mir nicht in den Mund legen zu wollen, was ich sagen wollte. Wenn ich etwas sagen will, so sag ich's auch nicht, wahr, wenn ich finde, dass es richtig ist. Sag mal, was ist eigentlich los? Alle sind heute so durcheinander, angefangen vom Dr. Fritsch. Na, es ist ja wirklich. Na, ja, der Dr. Fritsch, ja. Na, der ist halt da drinnen und ja, ich spricht. Weiß nicht, was er so lang macht. Ja, aber du, er spricht mit seinem Telefonbeantworter. Aber so lang? Ja, aber wahrscheinlich unterhält er sich mit ihm über die Therapie für seine Wehwehchen. Ja? Der Dr. Fritsch ist da. Ja, geh. Du weißt, was geht zu ihm rein? Der braucht heute ein bisschen eine nette Ansprache. Weißt du, was er mir erzählt hat? Dass er in der Früh so ein Zwicken verspürt. Und er weiß nicht genau, ob es im Magen oder in der Galle ist. Und weißt du, was ich glaube, Elfi?
Bei dem ist das was Seelisches. Ja, das glaube ich auch. Ja, der Dr. Fritsch ist nämlich ein seelischer Mensch. Hm? Ich werd nach ihm schauen. Also, ich kritisiere dich ja sehr ungern, war aber ob das sehr gescheit war, die Elfi jetzt gerade aus einem anderen Mann direkt in die Arme zu werfen? Ich werde was sagen. Wenn eine Frau sich über einen Mann ärgert, dann ist es am allerbesten, sie spricht sich mit einem anderen aus, weil dann merkt sie nämlich, dass alle Männer gleich sind. Ja, mal, ja. Bitte Einspruch. Also diese, ja. Ich meine, Bausch und Bogen, Diskriminierung, ich meine, der Männer, das wird wirklich ein sehr fragwürdiger Satz. Ich erlaube mir wirklich zart, dagegen zu widersprechen. Also, lieber Herr Heinz, also der Umgang mit uns hat Ihnen wirklich ungeheuer gut getan. Wenn ich daran denke, dass Sie früher doch eher ein bisschen rüde und auch nicht immer gerade äußerst elegant angezogen waren. Heute und an, jetzt kannst du aber nichts sagen. Aber wirklich. Bitte, meine wirklich, also ich muss sagen, ein Gent, nicht wahr? Einmalig, ein bisschen verkleidet, aber ja, sehr gut. Ist ja auch fast noch Fasching. Auch in unseren Ansichten werden wir uns immer ähnlicher. Also wieso? Wirklich, wir sind nicht alle gleich. Oh, pudelt euch nicht auf, ihr zwei. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der eine Mann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger spinnt als der andere. Das ist alles. Ach, wirklich. Aber Frau Elfi, wirklich. Frau Elfi, Sie können sagen, ich spinne, aber es ist wirklich so. Glauben Sie mir, ich habe mich beobachtet, äußerlich, innerlich, wochenlang. Aber es ist Tatsache, Frau Elfi, wenn ich Sie so ein, zwei Wochen nicht sehe, dann fängt mein Organismus richtig zu wackeln an. Wissen Sie, der altert so vor sich hin. Ich habe dann Symptome, die eigentlich, die meinen biologischen Jahren überhaupt noch nicht entsprechen. Das ist aber lieb. Das ist nicht lieb, das ist unangenehm. Frau Elfi, Sie sind eine Frau, die für mich vollkommen. So, wir wissen, was mein Mann vorhin zu mir gesagt hat? Na? Er hat gesagt, ich bin gerade auf dem besten Weg, eine Bissgurn zu werden. Er hat mich schon sehr verbittert, ist sie. Bitte schön, wie kann er das, Sie und eine Bissgurn, das ist... Ich kann Ihnen die Situation genau erklären. Am Samstag habe ich immer ein bisschen Zeit, ja. Kann ich ein bisschen mehr Haushalt machen, habe ich halt heute versucht, ein bisschen gründlich zu machen. Nicht? Ich habe die Fenster geputzt, ich habe die Böden aufgewaschen und ich bin gerade im Vorzimmer dabei, den Fußboden aufzuwaschen, da geht die Tür auf. Er kommt herein mit völlig dreckigen Schuhen, aber, geht er ja. Mir durch das Vorzimmer mit durch. Dreckigen ja, ich sag zu ihm ganz lieb, ganz ruhig, ganz freundlich, sag ich zu ihm, bitte deponier deinen Dreck gefälligst vor der Tür. Nicht? Du bemerkst ja überhaupt nicht, dass ich da bin. Du bemerkst nicht, dass ich am Fußboden herumrutsche, obwohl mein Kreuz vollkommen zerbröselt ist von der ganzen Hausarbeit. Wissen Sie, was er zu mir drauf gesagt hat? Nein. Kef, Kef. Ja, aber das ist doch wirklich allerhand. Mhm. Ich habe drauf zu ihm gesagt, auch wieder ganz lieb, ganz ruhig, ganz freundlich, bitte wiederhole das. Wissen Sie, was er... Na, Sie können es ja nicht wissen, es ist ja zu ungeheuerlich. Was? Er hat es getan. Nein, was? Mhm. Er hat es wiederholt. Nein. Frau Elfi, darf ich Elfi sagen? Ja, natürlich. Kef, Kef. Frau... Ein zweites Mal. Elfi, mein... Elfi, Frau. Ich meine, Frau, ich meine... Frau Elfi, ich muss es einmal sagen. Sie, seit unserer ersten Begegnung, also seit ich Ihnen zum ersten Mal in den Hals hab schauen dürfen. Das war wunderbar. Ich werde es bestimmt nicht vergessen können. Also seit diesem ersten Mal habe ich ein Gefühl in mir für Sie. Ein Gefühl, das man überhaupt nicht... Ich kann gar nicht sagen, was für ein Gefühl das ist. Ja, auf einmal habe ich so was von rasenden Kopfschmerzen. Aber das hat mich auf einmal so überfallen. Haben Sie vielleicht zufällig eine schmerzstillende Tablette? Ich habe nur meine Instrumente da. Das tut mir... Liebe Frau Elfi, bitte, Elfi, darf ich Elfi sagen? Also, dieses Gefühl, das macht sich bei mir dermaßen bemerkbar, dass, wenn ich Sie sehe, dass mich Ihr Anblick also wirklich sofort wieder gesund macht. Ich fühl mich wirklich besser. Und dann ist so ein Glücksgefühl, was ich da so als Ahnung in mir habe. Um Gottes Willen,
Ich hoffe, dass ich keine Grippe kriege. Das fängt bei mir nämlich immer mit Kopfschmerzen an. Und ich habe auf einmal so irrsinnige Kopfweh. Na, das wäre unausdenkbar, wenn ich eine Grippe kriege. Und du aber mein lieber Ernst, ja, für den wäre das vielleicht ganz lehrreich. Wieso? Wenn ich einmal im Bett liegen würde und dann würde er sich um den Haushalt kümmern müssen, dann würde er nämlich einmal bemerken, was es bedeutet, neben seinem Beruf auch noch den Haushalt in Schwung zu halten. Ja. Oh Gott, das so eine zarte Person wie Sie, Elfi, also auch diese, gerade diese Zerbrechlichkeit war es, die eigentlich bei mir und bei Ihrem Anblick die erste Seite zum Klingen gebracht hat. Und wie ich Sie jetzt im Laufe der Wochen näher hab kennenlernen dürfen, dann ist ein ganzes Orchester draus geworden. Ich muss einmal im Badezimmer schauen, vielleicht finde ich jetzt, wo wir uns doch eigentlich schon ganz gut kennen, jetzt ist eigentlich, jetzt oh würde ich eigentlich... Jetzt ist gar nichts. Frau Sokol, ja, ich gebe es zu, es war vielleicht eine blöde Bemerkung von mir, aber mein Gott, das war doch mehr als Witz gedacht. Das versteht doch jeder Mensch. Verstehen Sie, Frau Sokol? Ich verstehe Sie nicht, Herr Ernst. Besonders, wo Sie so in sich hinein nuscheln. Was? Ich nuschle? Seit wann nuschle ich? Was? Was Sie mir da gerade vorwerfen, das ist doch grotesk. Grotesk ist das. Das ist ja noch viel grotesker als die Vorwürfe meiner Frau. Ich hätte kein Verständnis für Ihre Leistungen im Haushalt. Natürlich habe ich Verständnis für Ihre Leistungen im Haushalt. Und wie ich es habe, Verständnis. Aber ja, das ist ja verrückt. Das ist doch verrückt. Ich kann mich doch nicht ununterbrochen bedanken, wie ein Papagei. Danke, danke, danke. Bitteschön. Was? Aber mein, wofür bedanken Sie sich jetzt eigentlich? Es läutet. Also soll ich aufmachen können, ne? Ich meine, für was? Für was? Ja, damit der angeleitet hat, hereinkam. Oh. Das ist so cool. Ach du, hallo. Hallo? Fein. Ein feines Benehmen legt man heutzutage. Du, mit Hallo wäre ich überhaupt nicht gern begrüßt. Das kann ich dir schon sagen. Da bin ich ein bisschen altmodisch. Nein, Hallo nicht. Entschuldigung. Weißt du, schau, man kann zu mir Grüß Gott, Onkel Guido sagen oder Servus, Onkel Guido, das schon. Seinerzeit, ich habe ja noch meine Onkel mit Küss die Hand begrüßen müssen. Tut mir leid. Was tut dir denn da leid? Waren eben respektvollere Zeiten damals. Lebensart, mein Lieber. Verstehst du dies heute? Verloren gegangen. Was soll man machen? Sie ist verloren gegangen. Ja. Kein... Darf oh, ich? Das ist lieb von dir. Verstehen das ist ich? Lebensart. Ja. Echt? Ja. Kein Savoir-Vivre mehr. Wer ist denn heute alle da drinnen? Ich weiß es nicht. Ich war bis jetzt nur in der Küche. Hm? Bei der Sokol war ich in der Küche, weißt du. Ich habe nämlich wieder einmal eine Auseinandersetzung mit der Elfi gehabt. Oh, ja, Abwechslung muss sein. Dementsprechend gelaunt bin ich. Und in diesem Zustand, danke, das tut gut, in diesem Zustand gehe ich ja nicht hinüber zu den Eltern. Die halten doch sowieso immer nur zur Elfi. Das ist wahr. Du, übrigens, die Sokol, die ist so merkwürdig heute. Die ist meistens merkwürdig. Man muss sie nur zu behandeln wissen. Ja? Lebensart, mein lieber Neffe. Das ist es, was den Männern der heutigen Generation abgeht. Jetzt pass mal auf, jetzt gehe ich hinein und begrüße die Sokol. Und gleich wirst du sehen, wie sie aufgeht. Wie ein Germteig wird sie also, ich werde dich beobachten. Küss die Hand, meine schönste Küchenfee. Wie sind Sie erschrocken, weil Sie so was Schönes wie mich sehen? Geben Sie mir das reizende Pratzel. Oh, das sind die lieben Händchen, die so wunderbare Palatschinken machen. Ja. Was haben Sie? Was haben Sie denn da? Entzückendes um das reizende Kopferl, das wirkt so indisch. Sie oder ich? Wie bitte? Na, weil Sie kindisch sagen. Sind Sie kindisch oder ich? Weil ich fühle mich heute nicht kindisch, eher alt und sehr hinnig. Okay, wer wird denn gleich so depressiv sein? Nein, ich weiß schon, das sind die Wintermonate. Da friert man, weiß ich, ein bisschen. Friert man. Kann man nichts machen. Man versinkt in Trübsinn. Schauen Sie zum Beispiel. Unser lieber kleiner Ernsti, nicht? Der streitet mit seiner Frau. Ja, macht er sonst auch nie. Ja, aber sie hat angefangen. Aber ich bitte dich, mein Lieber, als Mann von Lebensart,
Und als Mann von Welt übergeht man doch mit einem souveränen Lächeln die Launen einer kleinen Frau. Und jetzt pass auf, jetzt koche ich ein. Moment. Frau Sokol, nehmen Sie zum Beispiel mich, als ein Beispiel. Und das Greta. Ich werde Ihnen was erzählen. Hören Sie gut zu, ja? Herr Guido, wenn Sie mir was erzählen wollen, das ist also heute glatt für die Katz. Nein, nein, das wird Sie interessieren. Das wird Sie sehr interessieren. Also passen Sie auf, die Geschichte ist die. Das Gretel und ich, wir waren heute Mittagessen. Und die hat ein Gesicht gemacht wie die Arche Noah. 40 Tage Dauerregen, Sie verstehen. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe mein charmantestes Lächeln aufgesetzt und habe eine Schinkenschöberlsuppe bestellt. Na, was sagt das Gretel? Schinkenschöberl, die habe ich schon als Kind nicht mögen. Na, was habe ich gemacht? Und ich sag zu ihr, gütig natürlich, sage ich, ja, mein liebes Kind, Schinkenschöberl, wenn du es nicht mögen hast. Aber die Elfi lässt sich schon ein bisschen sehr lang trösten, findet ihr nicht? Na, soll ich vielleicht hineinschauen? Na, aber sagt's mal, wie kommt ihr zwei mir denn vor? Wollt ihr eine Tragödie spielen? Oder der Schwiegervater, der Herr Schwiegervater reißt die Türe auf und sagt, ah, was ist? Alles ein Blödsinn. Na ja, gut, der Herr Sektionschef kann das nicht, weil ich das weiß ja nicht, wie ein guter Haar schreien kann. Aber, kann er. Könnte mir vielleicht mit einer eleganten Wendung Einbritt verschaffen. Sie, also wirklich der Gedanke an Ihre eleganten Wendungen, die lassen mich ja zittern. Sie unterschätzen mich nicht. Ich könnte zum Beispiel hineingehen und den Dr. Fritsch bei seiner professionellen Ehre packen. Wie? Und sofort sagen, eine Untersuchung. Ja, an wem? An mir. Das ist aber so, ja, so bin ich. Ich gehe hinein und werfe, was ich, meine zwei Ohren, oder eines zumindest, so in die Schranken. Na? Ist das Finesse oder nicht? Also Finesse ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist ein brauchbarer Vorschlag. Gut, also bitte sehr, dann werde ich in dem Sinne eindringen. Für meinen Freund Ernst und für die gesamte Familie Lafitte. Ja, wünsche eine angenehme Untersuchung. Ach, Franz. Du, bitte, Hila, schau mich nicht so anklagend und forschend an. Also an diesem Schlamassel bin ich wirklich vollkommen schuldlos. Also ich hab doch nicht die Elfi da hinein. Aber geh, hör auf mit dem Blödsinn. Ich mein doch ganz was anderes. So. Ja, ich bin traurig, dass die beiden gestritten haben. So eine Zeitvergeudung. Mir hat jemand einmal gesagt, es gibt gottgewollte Zores und menschgewollte Zores. Also die von Gott, naja, die muss man hinnehmen, die kann man nicht abwehren, das geht leider nicht. Aber die von den Menschen, die kann man vermeiden. Ja, Hila, du hast ja so ungeheuer recht, nicht wahr? Aber weißt du, damit man erkennt, dass das weise ist, muss man heute halt ein gewisses Alter erreicht haben. Aber bitte, ich mach da keine solchen Sorgen. Die beiden werden sich wieder miteinander vertragen. Ja, aber selbstverständlich werden sie sich wieder miteinander vertragen, das weiß ich auch. Aber sie haben einen Tag vergeudet. Mit Bössein und mit Traurigkeit. Und ich, wo ich jetzt immer älter werde, ich weiß ganz genau, mein Schatz, was das bedeutet. Ein vergeudeter Tag in einem gemeinsamen Leben. Ja, und da habe ich mir gedacht, es ist doch ein Glück, dass der liebe Onkel Dr. Fritsch gerade im Haus ist, weil mir mein Ohr nämlich ein bisschen Mandeln macht. Herr Windeck, ich beneide Sie um das Ohr. Jetzt wohl geformt, nicht? Finden Sie? Dankeschön, sehr lieb. Aber Ihre sind auch nicht schier. Nein. Ein bisschen klein, aber nicht hässlich. Ich danke Ihnen, aber wissen Sie, alles, was außen am Körper ist, kann man reparieren, wenn es Beschwerden bringt. Aber mit einer wunden Seele geht das halt nicht. Also Ich kenne mich selber nicht mehr. Darf ich Sie mit Ihnen bekannt machen, Sie, Herr Dr. Fritsch? Das ist ganz lieb. Also wie ich heiße, weiß ich gerade noch. Aber ansonsten ist bei mir wirklich alles durcheinander. Ja, apropos durcheinander, bitte. Sie gestatten die Frage, wo ist eigentlich die Frau Elfi? Meinen Sie jetzt körperlich oder seelisch? So hat sie sich von sich getrennt? So wie wir Mediziner sagen, ein schizophrener Schub oder was? Na, wissen Sie, körperlich befindet sich die Elfi im Badezimmer, aber seelisch verweilt sie immer noch bei diesem fürchterlichen Streit mit ihrem Mann. Hm? Schrecklich. Also, ja, wissen Sie, ich muss ehrlich sagen, also, Sie sind ein Freund von ihm, aber
Trotzdem sage ich Ihnen offen und ehrlich, der Mann ist ein Rolling. Der Ernst? Ja. Herr Doktor, lassen Sie mich nicht auslachen. Der Ernst ist einer der sensibelsten und scheuersten und sanftesten Männer, die ich überhaupt kenne. Also ein Rodeo und ein Rolling. Das ist merkwürdig. Wissen Sie, ich finde, er hat mit Ihnen eine gewisse Ähnlichkeit. Das, ja? Es ist ja komisch, dass die Frauen immer wieder auf dieselben Typen einfallen. Ich meine, entschuldigen Sie, wenn ich. Aber gut, lieber Doktor, meine Mission ist hiermit erfüllt und ich wünsche Ihnen alles Gute und darf mich wieder. Nein, bitte, Sie brauchen auf meinen momentanen Zustand keine Rücksicht nehmen. Sie haben Schmerzen? Ich schaue mir das an. Welches Ohr ist es denn? Das mittlere. Also, ich meine, das Mittelohr links. Dann werden wir ein Mittel finden gegen das Ohr. Bitte, Sie brauchen kein. Nein, aber es ist wirklich nicht notwendig. Bitte, Sie haben Angst, aber Sie brauchen keine haben. Ich werde Sie so behutsam wie nur möglich besetzen. Sie ihnen. Sie können sich auf mich verlassen. Es ist fast ja nicht der Rede wert, Herr. Bitte. Na ja, und so kommt es halt zu Missverständnissen. Ne? Missverständnisse? Ja. Bei einem Mann, der so viel Lebensart hat wie du? Sei nicht frech, Bub. Ja? Habe euch diese Geschichte, diese lehrreiche Geschichte, muss ich sagen, ja nur erzählt, damit ihr ein Beispiel habt, wie man Missverständnisse vermeiden kann. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also, das Gretel, wie gesagt, sitzt trotzig da, ganz böse, hat's reingeschaut, und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, Gretel, pass auf, schau. Wenn du als Kind Schinkenschöberzucker nicht mögen Bitte verzeih, dass ich dich unterbreche, aber das höre ich jetzt schon zum dritten Mal in allen Details. Ich kann das Wort Schinkenschöberl schon nicht mehr hören. Was sagen Sie, Frau Sokol? Ich finde das so lieb, dass Sie sich alle zwei so um mich kümmern. Wissen Sie, mich erinnert das überhaupt so ein bisschen, da war einmal der Fernseher kaputt. Da habe ich nur ein Bild gehabt und keinen Ton. Es war eigentlich recht lustig, wie da der Dings, der Bordic, der mit den Händen geredet hat und dann der beim Wetter, der immer mit dem Handel, noch der Wetterbericht, also, dem Handel immer den nächsten Frost angezeigt hat. Aber heute bin ich eigentlich nicht auf lustig eingestellt. Das macht wirklich durchaus nichts, wirklich nichts. Ich habe Ihnen ja nicht diese Geschichte zur Erheiterung erzählt, sondern das war eher eine pädagogische Anregung. Dabei hat der Dr. Fritsch gesagt, in der Wärme wird sich das bald geben. Jetzt frage ich mich, was meint ein Arzt mit bald? Ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Jahre? Der Dr. Fritsch war da. Ist es noch? Doch. Das frage ich Sie. Was haben Sie gefragt? Nein, wirklich. Also, jetzt gehe ich selber hinüber und schau nach. Das ist leichter zu ertragen als alle diese Konfusion und vielleicht die vierte Version von deiner Schinkenschöberl-Story. Entschuldige, Herr Onkel. Beklagenswerte Manieren hat der Bub. Wirklich erschütternd ist das. Dagegen Sie, Frau Sokol, Sie sind ja eine ideale, exzellente Zuhörerin. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ah ja, weiß schon. Also, Aktion. Der Ober, ein stattlicher Mann, bringt, so balanciert heißt es, die zwei bestellten Schinkenschöberl-Suppen, nicht? Und bringt rein, nicht? Und das Gretel geht her und schiebt den einen Teller ganz energisch weg. Übergeschwappt hat es so. Mhm. Geh, komm, setz dich hierher. Der Kaffee ist leider schon kalt, aber ich muss mit dir sprechen. Ja? Ja, über die Elfe und über dich. Nein, bitte. Doch, seid mir nicht böse, ich mag nicht. Ich mag nicht Ernst, über die Elfe und mich sprechen. Das führt doch zu nichts. Entschuldige, ganz was anderes. Der Dr. Fritsch, der ist schon weg. Aber gar keine Spur, der Dr. Fritsch ist mit der Elfe da drinnen in meinem Arbeitszimmer. Ach, so ist er. Ach, so ist das nicht in dem Ton, in dem du das sagst, Ernstl. Wieso? Ich habe überhaupt keinen Ton gebraucht. Ich glaube, ich war fast tonlos, als ich sagte, ach, so ist das. Ernstl? Ja? Bist du eifersüchtig auf den Fritsch? Ich? Ja. Warum sollte ich? Sherry, wirklich, bitte, warum sollte er? Er hat überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Wirklich nicht. Nein, etwas anderes wäre es, wenn er, das war gar keine schlechte Idee, wenn er ein bisschen den Eifersüchtigen spielt.
Ja, weißt du, Frauen haben das sehr gerne, weil dann das erhebt ein bisschen ihr Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein erhebt, ja. Also, was das Selbstbewusstsein meiner Frau anbelangt, glaube ich, brauche ich keine Klage zu führen. Das finde ich sehr befriedigend, das Selbstbewusstsein meiner Frau. Ja, allerdings führt es dazu, dass mein Selbstbewusstsein durch das Selbstbewusstsein meiner Frau allmählich korrumpiert wird. Es versickert. Aber ich bitte dich, red da keinen Komplex ein. Ernst. Mach da einen Vorschlag. Geh hinein und sag einen energischen Satz. Welchen? Na, so wirklich. Du bist mit Pflanzen. Nein, wenn, aber ich bitte dich, du bist Mannes genug. Geh hinein und sei energisch. Soll ich anklopfen? Nein, geh so hinein. So leise? Oder mit? Nein. Vorsichtig. Normal. Franz? Ja. Es ist dir doch hoffentlich klar, dass du ein ganz unmöglicher Mensch bist. Lila, es ist dir doch hoffentlich klar, dass du genau diesen Satz auch gesagt hast am ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Na, ist nicht wahr. Ich finde das ganz reizend, dass deine Gefühle für mich sich nicht verändert haben. Ja, siehst du. Das ist ja außerordentlich faszinierend. Stehe ich? Ja. Also, das müssten Sie unbedingt sehen. Jetzt ist mal klar, warum Sie derartige Beschwerden im Ohr haben. Ich habe doch gar keine Beschwerden. Bitte, ernst, er soll mein Ohr loslassen. Herr Dr. Friedrich. Ja. Nein, es ist ungeheuer. Ungeheuer. Aber ernst, ich habe gar nichts am Ohr. Ich habe mein Ohr auf dem Altar der Freundschaft geopfert. Und jetzt ist alles für die Katz. Halt es doch still. Bitte sehr, lieber Doktor. Wenn Sie mich auslassen würden. Herr Doktor? Ja? Herr Doktor, wo ist meine Frau? Was, das fragen Sie? Naheliegenderweise ich, ja. Dieses arme, zarte, unglückselige Geschöpf, das wirklich nur Gutes im Leben tut, was Sie aber anscheinend überhaupt nicht wahrzunehmen in der Lage sind. Ich bin nicht in der Lage. Also, ich sage Ihnen, diese Kopfwehtablette, die ich da gefunden habe, die ist ein derartiger Schmarrn. Mein Herz, du hörst Kopfweh, das tut mir leid. Ja, das ist rein psychisch, weil Sie Ihre Frau derartig geärgert haben. Sie sind schuld, Herr Lafitte. Ja, ich weiß es, ich bin schuld. Das ist gar keine Frage. Dieses wirklich arme Geschöpf, Sie müssen doch ein bisschen Rücksicht nehmen auf Ihre Frau. Ja, aber ich muss ein bisschen Rücksicht nehmen auf dich. Und ich weiß auch warum, weil du nämlich so viel um die Ohren hast. Ja, Kind, Beruf, Haushalt. Ja, Kind, nicht? Beruf, Haushalt. Ja. Ernst, ich. Ach, Ernst, bitte. Nicht. Schau mich nicht so schuldbewusst an. Ich bin ja nein, schuld. Ich war bestimmt Keif. Nein, gar keine Rede. Ich bin ein Scheusal. Nein, bitte. Ein Scheusal bin ich. Ich weiß es. Wenn einer ein Scheusal ist, dann bin ich. Aber davon kann keine Rede sein. Du bist ein Scheusal. Nein, du bist kein Scheusal. Aber es kommt immer wieder zutage. Ich kämpfe dagegen wie ein Löwe, aber es geht mir immer wieder durch. Ja, Ernst, weißt du was? Kannst du mir noch einmal. Bitte, wir reden jetzt nicht mehr drüber, ja? Gut. Komm, trink mal einen Kaffee miteinander. Das ist eine glänzende Idee. Das ist doch mein Liebling. Ja. Warum überlasse ich nicht überhaupt alle Ideen dir? Nein, ich höre auf zu denken und du machst das auch. Aber das überlasse ich dir dann vielleicht. Ja, und mir bleibt der Telefon. Anrufbeantworter. Also nehme ich den, der hört mir wenigstens zu. Ich bin wirklich um ein Haar, bin ich diesem Dr. Eisenbart entkommen, bevor er mir ein Ohr amputiert hätte. Man muss wirklich einmal in einer Chronik anführen, was ich im Laufe der Jahre so für die Familie Lafitte getan habe, damit die Kinder und Kindeskinder wissen, wie ein Held des Alltags aussieht. Also ich bin froh, dass der Friede wieder eingekehrt ist. Kinder, wenn wir müssen in der Familie anfangen, denn sonst gibt es ja auf der Welt auch keinen Frieden. Naja, du hast ja vollkommen recht, Hila, nur spielen tanzt es nicht. Wir können versuchen. Naja, wir können es natürlicherweise versuchen, es zu spielen. Aber bitte schön, naja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt versuchen würden, vielleicht doch noch zu einem Kaffee zu kommen? Herrschaften, bitte vielmals um Verzeihung, aber ich muss dringend nach Hause, weil ich habe jetzt meinen Anrufbeantworter angerufen, aber der muss kaputt sein. Der macht immer, wenn ich ihn was frage, macht er piep, 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 piep. Das ist aber ein besonderes Bild. Na, Herr Doktor, können Sie heute nur mehr Radio hören, weil heute wird Ihnen das niemand mehr reparieren, aber bitte, wenn es vielleicht am Montag dann. Ja. Auf Wiedersehen, Christian. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Jetzt habe ich irgendwas selber in die Ohren. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Für die Galle und für alles. Sagen Sie, was hat der Doktor eigentlich in Ihren Ohren gefunden? Ich bin doch nur reingegangen, weil ich
dem er seinen Dienst erweisen wollte. Also, er schaut in das Ohr und macht ein ganz ernstes Gesicht. Oh, das ist aber wirklich ein schlimmer Moment. Und ich soll jetzt ihm in die Ordination kommen. Oh, sehen Sie? Sagst du, dann wollen Sie einen Kaffee trinken? Ja. Ja. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Bitte, wenn du willst, dann wirst du versuchen. Frau Sokol! Herr Sektionschef hat gerufen. Was denn das alles wieder?